Zeuge Willibald Pajak, Polen, Diplom-Ingenieur, 41 Jahre, 99. Verhandlungstag, 9.10.1964. Des Gedächtnisses des Gerichts. Czy zgadza się pan z tym, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowi? Nie mam nic przeciwko temu. Ich habe nichts dagegen. Herr Zeuge, Sie heißen mit Vornamen? Imię pana? Willibald. Willibald Pajak, wie alt sind Sie? Ile pan ma lat? 41. 41. 41 Jahre alt sind Sie schon gewesen? Ja. Sind Sie verheiratet? Ja. Was haben Sie für einen Beruf? Diplom-Ingenieur. Diplom-Ingenieur. Wo wohnen Sie? Podlesie Śląskie, Powiat Tychy. Podlesie Śląskie, Kreis Tychy. Und sind Sie mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Ja. Nein. Herr Pajak, Sie sind ebenfalls in Auschwitz gewesen. Tak jest. Jawohl. Wann sind Sie dorthin gekommen? Od 13 marca 42 byłem do końca, to znaczy do 18 stycznia 45. Ich blieb im Lager vom 13. März 1942 bis zum Schluss, das heißt bis zum 18. Januar 1945. Wo waren Sie dort untergebracht und was haben Sie gearbeitet? Gdzie pan tam mieszkał i co pan robił? Mieszkałem w różnych blokach. Ich war in verschiedenen Blocks untergebracht. I w różnych komandach pracowałem. Und habe auch in verschiedenen Kommandos gearbeitet. Jeżeli to jest potrzebne, mogę wymienić, w których blokach mieszkałem. Wenn es notwendig ist, kann ich dann aufzählen, auf welchen Blocks ich gewohnt habe. Ja, mich würde hauptsächlich die Zeit interessieren, in der Sie auf dem Kommando des SS-Reviers gearbeitet haben. Mnie interesuje najbardziej ten okres czasu, podczas którego pan pracował w komandzie SS-Revier. Ja w komandzie SS-Revier nie pracowałem. Ich habe in dem Kommando SS-Revier nicht gearbeitet. Ja haben Sie in der politischen Abteilung gearbeitet? Ja pracowałem w politycznym oddziele ich habe blisko in der dwa lata. Ich habe fast zwei Jahre lang in der politischen Abteilung gearbeitet. Von wann bis wann? Od którego do którego? Od około kwiecień, maj. 42 do marca 44. Also ungefähr vom April, Mai 1942 bis zum März 1944. Und wo waren Sie in dieser Zeit untergebracht? I gdzie pan mieszkał w tym okresie czasu? Mieszkałem początkowo w bloku 14. Zuerst war ich auf dem Block 14. Później blok 14, który wówczas był parterowy, podniesiono go o jedno piętro i myśmy przeszli do baraku między blokiem 20 i 21. Also zuerst wohnte ich auf dem Block 14. Das war ein Block mit einem Erdgeschoss lediglich. Später wurde noch ein Stockwerk zugebaut und wir kamen in eine Baracke. Diese Baracke befand sich zwischen dem Block 20 und 21. Parę dni tam mieszkałem i później, ponieważ Kommando Politische Abteilung, reszta więźniów, którzy w tym komandzie pracowali, pracowało na bloku 24, który należał do takiego lepiej utrzymanego, czystszego bloku, przeniesiono mnie z tego baraku do bloku 24, na pierwsze piętro. Ich war einige Tage lediglich in dieser Baracke, weil alle anderen Häftlinge, die auch in der politischen Abteilung gearbeitet haben, auf dem Block 24 untergebracht waren. Das war ein Block, wo etwas sauberer gewesen ist. Und aus diesem Grunde wurde ich ebenfalls auf dem Block 24 dann verlegt, auf den ersten Stock. Później na bloku 24 na górze urządzono tak zwane Sonderbau i nas z 24 bloku przeniesiono na blok 3A. Später wurde
oben auf dem Block 24 ein sogenannter Sonderbau errichtet und wir wurden alle auf den Block 3a verlegt. Ja, nun, Zeuge, weshalb sind Sie denn nach Auschwitz gekommen? Was hat man Ihnen denn vorgeworfen? Zostałem aresztowany jako podejrzany o przynależność do tajnej organizacji polskiej. Ich wurde verhaftet und es ist mir vorgeworfen, dass ich zu einer polnischen Geheimorganisation gehöre. Ja, und welchen Winkel haben Sie getragen? Czerwony. Roten Winkel. Einen roten Winkel. Und trotzdem sind Sie bei der politischen Abteilung gewesen? I mimo to był pan przy Wydziale Politycznym? Tak. Ja. Nun, sagen Sie uns bitte, Sie haben vorhin ausgesagt, am 13.03.42, im Mai 42, April, Mai 42, seien Sie zur politischen Abteilung gekommen. In welche Stelle kamen Sie dort? Was hatten Sie zu arbeiten dort? Więc powiedział pan, że mniej więcej w kwietniu, maju 42 roku dostał się pan do Wydziału Politycznego. Proszę powiedzieć, w jakim miejscu pan pracował, to znaczy, co miał pan tam do roboty? Tak, ja przyszedłem do politycznego oddziału i od razu zostałem przydzielony do registratury. Ich kam auf die politische Abteilung und wurde sofort der Registratur zugeteilt. Do registratury, która sama w sobie była podzielona jeszcze na dwie części. Diese Registratur war an und für sich in zwei Teile eingeteilt. Tak zwane Todesabteilung und Lebendeabteilung. Die erste Abteilung war die sogenannte Todesabteilung und die zweite lebende Abteilung. Różniły się tym, że w lebende Abteilung były akta personalne więźniów żyjących, a w Todesabteilung były akta personalne więźniów zmarłych i nieżyjących. Der Unterschied bestand darin, dass in der sogenannten lebende Abteilung die Personalakten von den Häftlingen waren, die noch am Leben waren, und in der Todesabteilung waren die Personalakten von den Häftlingen, die nicht mehr lebten, also die tot waren. Z tym, że w tym oddziale Todesabteilung była główna kartoteka więźniów, tak żywych, jak i zmarłych, jak i więźniów, którzy siedzieli w bunkrze bloku 11. Wszystkie rodzaje kartoteki były w tym Todesabteilung. Tak. In dieser Todesabteilung befand sich die sogenannte Hauptkartothek aller Häftlinge, also der lebenden und den toten Häftlingen und auch solchen, die auf dem Block 11 sich befanden. Tak, później oni byli nazywani Polizeihäftlinge. Später wurden sie Polizeihäftlinge genannt. Jak również Erziehungshäftlinge, którzy byli inaczej, prawda, numerowani. Auch die Erziehungshäftlinge waren dabei, die andere Nummerierung hatten. Ja, wie lange blieben Sie in dieser Registratur? Jak długo pan był? Cały czas pracowałem tam. Die ganze Zeit. W tym czasie, w którym byłem. Die ganze Zeit, während er in der politischen Abteilung war, arbeitete ich dort. Und wie hieß Ihr Vorgesetzter? Kto był pana przełożonym? Takim, który nas pilnował, bo to było duże biuro, w którym pracowały oprócz mnie, jako więźnia mężczyzny, pracowało jeszcze szereg Żydówek, więźniarek. I początkowo takim bezpośrednim przełożonym, to znaczy w tym znaczeniu, że on z nami w tym samym pokoju siedział i nas w pewnym stopniu pilnował, to był Oberscharführer Carstensen. Also unser, mein unmittelbarer Vorgesetzter, das heißt derjenige, der meine Arbeit bewacht hat, unsere Arbeit, das war ein großer Raum und außer mir befanden sich dort einige Jüdinnen, die dort gearbeitet haben. Also der Mann, der unmittelbar mit uns zusammen war und unsere Arbeit bewachte, war der Oberscharführer Carstensen. Później Unterscharführer Schmidt Otto. Später war das der Unterscharführer Schmidt Otto. Und wem unterstanden die wiederum? A komu oni podlegali? Ci z kolei podlegali kierownikowi politycznego oddziału, którym był Grabner. Die unterstanden dem Leiter der politischen Abteilung und das war Grabner. Grabner.
Nun haben Sie die übrigen SS-Angehörigen der politischen Abteilung auch kennengelernt? Tak. Jawohl. Znałem. Ja, ich kannte Und sie. Wer war denn dort noch beschäftigt, Więc außer tak. Grabner? Poza Grabnerem, jego takim sekretarzem, sekretariat politycznego oddziału prowadził Unterscharführer, a później Oberscharführer Kirchner. Also, mit sein Sekretär, das heißt, das Sekretariat der politischen Abteilung wurde geleitet von dem Unterscharführer, später Oberscharführer Kirchner. Kirchner miał do pomocy jeszcze takiego w rodzaju gońca, SS-mana. Kirchner hat zu Hilfe einen so eine Art Läufer, einen SS-Mann. Tak, który, zdaje się, jego ostatnia ranga był Rottenführer Pichler. Dessen letzter, glaube ich, Dienstgrad Rottenführer war Pichler. Pichler. Oprócz tego był zastępca Grabnera, w pewnym czasie Unterscharführer Woźnica, Untersturmführer Woźnica, którego ja znam tylko, że chodził w cywilu. Der Stellvertreter von Grabner war einige Zeit lang der Untersturmführer Woźnica, den ich insofern kenne, dass immer im Zivil ging. W pewnym czasie Woźnica poszedł gdzieś indziej, natomiast to stanowisko objął w mundurze policjanta, nie w mundurze SS, ale w mundurze policjanta, tytułowano go też Untersturmführer. Ale jeżeli chodzi o nazwisko, to nie wiem, czy się nie pomylę, Krumme, zgodnie, coś takiego się nazywało. Später, nach einer kurzen Zeit, ging fort und es kam als sein Nachfolger ein Mann, der nicht in der SS-Uniform, sondern im Uniform eines Polizisten da gewesen ist. Man titulierte ihn Untersturmführer. Sein Name war, so wenn ich mich nicht irre, Krumme oder sowas ähnliches. Za to nie jestem pewny, za nazwisko. Dafür garantiere ich nicht, ich bin des Namens nicht so sicher. Wer war sonst noch da? Oprócz tego, gdy przyszedłem do politycznego oddziału, poznałem Unterscharführera Starka, Unterscharführera Dylewskiego, Unterscharführera Lachmana, później doszedł Oberscharführer Boger, Broat, Draser i szereg o mniejszych funkcjach SS-manów jak Campus, Vogt, Pyszny, Florschütz. Also als ich dorthin gekommen bin, lernte ich folgende SS-Männer kennen. Den Unterscharführer Stark, Dylewski, Lachmann. Später den Oberscharführer Boger, dann Broat, Draser und andere, die niedrige Dienstgrade hatten, wie Kampner, Kampheus oder sowas ähnliches, Vogt, Pyszny, Rottenführer Pyszny ja. und also andere. Oprócz tego, darüber hinaus, do politycznego oddziału należał jeszcze tak zwany Standesamt. Darüber hinaus gehörte zu der politischen Abteilung das sogenannte Standesamt. W którym znałem Oberscharführera Kwakernaka. Und dort kannte ich den Oberscharführer Kwakernak i jego zastępcę Unterscharführer Christian. Und seinen Stellvertreter, den Unterscharführer Christian. Ja, Herr Zeuge, uns interessieren jetzt hier nur die SS-Leute, die hier als Angeklagte vor uns sind. Das ist in erster Linie Boger, Stark, Dylewski und Broat. Nas, proszę pana, interesuje w tym wypadku, interesują tylko ci oskarżeni, którzy siedzą tutaj w procesie na ławie oskarżonych, a mianowicie Boger, Stark, Dylewski i Broat. Und dann einen Namen haben Sie noch nicht genannt. Ich weiß nicht, ob Sie den Betreffenden kennen. Das ist der Angeklagte Schobert. Pan nie wymienił jeszcze innego nazwiska. Nie wiem, czy pan tego oskarżonego zna. To jest oskarżony Schobert. Ja sobie tego nazwiska nie mogę przypomnieć. Ich kann mich an diesen Namen nicht erinnern. Jawohl.
Nun, haben Sie die anderen, die Sie uns genannt haben, persönlich gekannt? Czy tych innych, których pan nam wymienił, znał pan ich osobiście? To znaczy osobiście w tym znaczeniu, że ich widziałem pracujących w politischen Abteilung. Ja, persönlich, das heißt in diesem Sinne, dass ich sie gesehen habe, wie sie, dass sie in der politischen Abteilung tätig waren. Und ihren Namen erfahren haben? Tak jest. Jawohl. Ja. Es ist also für Sie kein Zweifel, dass der Mann, den Sie mit Stark oder mit Dilewski oder sonst Broat oder Woger anreden, dass es sich bei diesem Mann auch um die betreffende Person handelt. Więc nie ulega dla pana żadnej wątpliwości, że ci ludzie, których pan nazywa tymi nazwiskami, Stark, Dilewski, Broat, Boger, że to rzeczywiście chodzi o tę osobę noszącą to nazwisko. Ja. Ja. Nun, was wissen Sie von den Einzelnen? Wollen wir mal anfangen mit Dilewski. Was hatte Dilewski für einen Ruf im Lager? Zaczniemy, proszę pana, może pan być łaskaw powiedzieć o pojedynczych oskarżonych. Zaczniemy od Dilewskiego. Jaką opinię miał oskarżony Dilewski w obozie? Oskarżony Dilewski zajmował się przesłuchiwaniami więźniów, którzy między innymi też więźniów osadzonych w bunkrze bloku 11, a podejrzanych o zamiar ucieczki względnie osoby cywilne, które w związku z jakąś ucieczką zostały aresztowane. Also der Angeklagte Dilewski beschäftigte sich mit dem Verhör von Häftlingen, unter anderem solchen, die im Bunker des Blocks 11 untergebracht haben und die verdächtigt waren, eine Flucht vorzubereiten, beziehungsweise auch Zivilisten, die irgendwie mit einer Flucht in Verbindung gekommen sind. Da. Wissen Sie, wie diese Vernehmungen vor sich gingen? Nie byłem świadkiem żadnych przesłuchiwań prowadzonych przez Oberscharführera, przez Oskarżonego. Ich war Zeuge keine Vernehmung, die von dem Angeklagten Dilewski vorgenommen und durchgeführt wurde. Ja. Sie wissen also auch nicht, ob dieser Angeklagte Dilewski irgendjemanden misshandelt hat bei diesen Vernehmungen. Więc też nie jest panu wiadomym, czy oskarżony Dilewski podczas przesłuchania męczył kogoś. Nie jest mi wiadomo. Es ist nicht, mir nicht bekannt. Nicht bekannt. Wissen Sie etwas, ob Angeklagte der politischen Abteilung nach Benzin oder Sosnowitz gefahren sind, um dort die Menschen umzubringen? Czy panu coś jest wiadome o tym, że współpracownicy Wydziału Politycznego jeździli do Będzina czy Sosnowca i tam zabijali ludzi? Tak. Ja. Na tę okoliczność chciałbym parę zdań powiedzieć. Darüber möchte ich einige Sätze aussagen. Bitte schön. To działo się w sierpniu w 1943 roku. Das geschah im August 1943. Myśmy pracowali wtedy w Politische Abteilung, które swoje biura miało w budynku komendantury obozu na parterze. Wir haben damals in der politischen Abteilung gearbeitet und die Räume der politischen Abteilung befanden sich im Gebäude der Kommandantur im Erdgeschoss. Tak. W podobnych takich wypadkach, gdzie członkowie politycznego oddziału brali udział w jakiejś akcji, wtedy myśmy byli sami w biurach, a pilnował, został z nami tylko jeden SS-man. Bei solchen Fällen, bei denen die SS, die Angehörigen der politischen Abteilung irgendwelche Aktionen durchzuführen hatten, blieben wir alleine in unseren Diensträumen und wurden wir bewacht von einem SS-man. Tak, który... najczęściej było to w ten sposób, że ten SS-man w czasie dnia nas mniej pilnował w biurze, a raczej pilnował telefonu w sekretariacie Kirchnera. Und es geschah folgende Weise, dass dieser SS-Mann
nicht so viel mit uns sich befasste und uns bewachte, sondern am Telefon war. Und dieses Telefon befand sich im Büro von Kirschner. Tak. I w tym dniu nie było prawie nikogo z SS-manów, to znaczy mówię o budynku Komendantury. An diesem Tage war keiner, fast keiner von der politischen Abteilung in den Diensträumen, und zwar, ich meine die Diensträume, die sich im Gebäude der Komendantur befanden. Dlatego, że oprócz tego członkowie politischer Abteilung, jak Dylewski, Draser, Boger, mieli wtedy swoje biura w baraku koło krematorium pierwszego. Ich meine das so, weil die Angehörigen der politischen Abteilung wie Dylewski, Draser und Boger ihre Diensträume in einer Baracke hatten, die sich neben dem Krematorium 1 befand. Tak, w Stammlager. Im Stammlager, meine ich. Wtedy został z nami tylko Rottenführer Pichler. Damals blieb mit uns lediglich der Rottenführer Pichler. Tak. I myśmy o Pichlerze mieliśmy opinię, że to jest dosyć dobroduszny i taki uczuciowy człowiek. Wir hatten eine Meinung von dem Pichler, dass ein ziemlich anständiger und gefühlsbetonter Mensch ist. I myśmy mogli często od niego się coś niecoś dowiedzieć. Und wir konnten manchmal von ihm das oder jenes erfahren. Ponieważ w tym dniu myśmy po apelu wieczornym, ponieważ tak zwana duża postynketa została, ci SS-mani, którzy mieli na dużej postynkecie swoją służbę. Zwalniano i była tylko mała postynketa, a dom komendantury był poza małą postynketą, zatem po apelu Pichler przyszedł już do nas i nas pilnował, a od czasu do czasu szedł tylko popatrzeć, posłuchać, czy tam w tym biurze u Kirschnera telefon nie dzwoni. Ja, an diesem Tag nach dem Abendappell, und es war so, dass einem Abendappell die große Postenkette eingezogen wurde und nur die kleine Postenkette blieb. Und das Gebäude der Kommandantur befand sich außerhalb der kleinen Postenkette. Außerhalb der kleinen Postenkette. Da geschah es so, dass der Pichler kam, um uns zu bewachen, und nur mit einem Ohr hörte er zu, ob das Telefon im Zimmer von Pichler klingelt. I w tym dniu nie odprowadzał nas dosyć długo po apelu do obozu i myśmy się go pytali, dlaczego my nie idziemy do obozu. Już czas naszej pracy zasadniczo minął. An diesem Tage hat uns lange nach dem Appell nicht zu unserem Block geführt, und wir haben ihn gefragt, warum eigentlich wir hier noch bleiben müssen, obwohl unsere Dienstzeit schon vorbei ist. Tak. I on nam mówił, wyraził się dosłownie w ten sposób. Ach, Schweinerei, heute geht's wieder was los. Hat sich folgendermaßen wörtlich ausgedrückt. Ach, Schweinerei, heute ist wieder etwas los. Heute ist wieder etwas los. Tak. I około godziny dziewiątej, nie mogę dokładnie powiedzieć, w każdym razie już bardzo późno, zostaliśmy wezwani do baraku koło krematorium, to znaczy Gębski, Miłyk i ja. Tam było szereg SS-manów. Chwileczkę, proszę pana. Also ungefähr 9 Uhr, ich weiß nicht genau, aber es war schon sehr spät, wurden wir, das heißt Gębski, Milik und ich, in die Baracke neben dem Krematorium gerufen. I tam, und dort war schon eine ganze Reihe von SS-Männern. Tak, SS-manów. Z politycznego oddziału. Und zwar aus der politischen Abteilung. I kazano nam znosić do baraku różne przedmioty.
Man hat uns befohlen, in die Baracke verschiedene Gegenstände hineinzutragen. To były skrzynie z porcelan, z sztućcem. W każdym razie było szereg cennych rzeczy i w niektórych... Z jakim sztućcem? Co pan widelce, łyżki. Tak, rozumiem. Das waren Kisten mit verschiedenen wertvollen Gegenständen, wie zum Beispiel Porzellan, Besteck und so weiter. Te rzeczy znosiliśmy do tego baraku, do jednego z pokoi tego baraku. Diese Gegenstände brachten wir in die Baracke, und zwar in irgendeinen Raum in diese Baracke. Podczas tej pracy słyszałem rozmowę między tymi SS-manami, z których pamiętam tylko tyle, że... Während dieser Tätigkeit hörte ich verschiedene Gespräche zwischen den SS-Männern und ich erinnere mich an ein Gespräch. Że między innymi w tych rzeczach była tam szuflada z biurka, w którym tam różne papiery, w każdym razie nic specjalnie wartościowego nie było. I mówił jeden z tych obecnych do drugiego, mówi, popatrz, ten Żyd bronił tak dostępu do tego biurka, a w końcu nic tam nie było. On się wyraził trochę dosadnie, więc... Und da habe ich ein Gespräch abgelauscht, und zwar unter den Gegenständen, die wir hineintragen mussten, war eine Schublade aus einem Schreibtisch. Und in dieser Schublade waren so verschiedene Papiere, aber eigentlich nichts Wertvolles. Und dann hörte ich, wie einer zu dem anderen sagte, dieser Jude, schau mal, der hat ja so verteidigt, diese Schublade hat er so verteidigt. Und letzten Endes war ja nichts Besonderes drin. Er hat das noch drastischer gesagt. Andere Ausdrücke gebraucht. Z obecnych przy tym przypominam sobie tylko bardzo dokładnie Bogera. Von den dort Anwesenden erinnere ich mich lediglich, aber sehr genau an Boger. Tak. Między innymi w tych rzeczach było szereg, może kilkanaście, półlitrowych butelek polskiego spirytusu. Unter diesen Gegenständen war eine ganze Reihe, also einige Flaschen mit polnischen Spiritus. Ja, wir wollen die Vernehmung des Zeugen. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie haben uns heute Morgen geschildert, dass Sie bestellt worden sind in die Baracke zum Ausladen von Gegenständen und dass Sie dabei den angeklagten Boger gesehen hätten. Wieso wissen Sie, dass diese Gegenstände aus Benzin und Sosnowitz kamen, dass Boger sich dabei beteiligt hat? Und so weiter. Dzisiaj pan opowiadał nam o tym, że przy wyładowaniu rzeczy pochodzących z transportów, czy gdzieś przy wyładowaniu rozmaitych rzeczy, słyszał pan i widział pan oskarżonego Bogera. Skąd panu jest wiadomym, że rzeczy te pochodzą z Będzina i Sosnowca i że Boger brał w tym udział? Wśród tych rzeczy były różne przedmioty, na których miejscowość Będzin względnie Sosnowiec można było odczytać. Auf manchen von diesen Gegenständen befanden sich Aufschriften. Man konnte daraus entnehmen, dass es sich um Będzin und Sosnowiec handelte. Oprócz tego po tym dniu wiedziałem, że przyszły do politycznego oddziału tak zwane personalbogeny więźniów pochodzących głównie z Będzina i Sosnowca. Außerdem nach diesem Tag, also später, kamen zu uns die Personalbogen, die sogenannten Personalbogen von den Häftlingen, die aus Będzin und Sosnowitz stammten. Te okoliczności upewniły mnie, że
że w tym czasie była akcja w Sosnowcu i Będzinie. Diese Umstände gaben mir die Sicherheit, dass es sich dabei um die Aktionen, dass diese Aktionen in Będzin und in Sosnowitz stattfanden. Tak. Oraz ta usłyszana rozmowa, o których wspomniałem, upewniły mnie, że SS-mani z politycznego oddziału byli tam. Und das Gespräch, das von mir belauschte Gespräch, von dem ich bereits erzählt habe, bestätigte mir auch die Annahme, dass die SS-Männer diese Aktionen dort in Belgien und Sosnowitz gemacht haben und dort gewesen sind. Ja. Sind noch Fragen an den Zeugen? Keine Frage. Von Seiten der Staatsanwaltschaft? Herr Zeuge, bei dieser Aktion, die Sie eben geschildert haben, haben Sie dann nur den Namen Boge noch in Erinnerung im Zusammenhang damit? Mam. Ist beantwortet, die Frage. Ich widerspreche dieser Frage, die ist beantwortet. Der Zeuge hat deutlich gesagt, ich erinnere mich noch sehr gut an Boger nach meiner Sicht. Lediglich sehr genau an Boger. Alles ist natürlich, dann will ich Ihnen der Zeuge. Moment, Herr. Der Zeuge will ja erläutern. Powiedziałem, że tam było więcej SS-manów przy tym. Ich habe aber gesagt, ale dass mehrere SS-Männer dabei gewesen sind. Ale przypominam sobie całkiem dokładnie jedynie Bogera. Aber ich erinnere mich ganz genau lediglich an Boger. Gut. Können Sie sonst noch irgendwelche Angaben machen über die Tätigkeit der Angehörigen der politischen Abteilung, insbesondere etwa über Beteiligung an Erschießungen an der Schwarzen Wand? Odnośnie tych odnośnie rozstrzeliwań i akcji na bloku 11. Przypominam sobie z moich takich osobistych wrażeń, jakie odniosłem, to była sprawa Lili Toffler, Żydówki słowackiej, która... Chwileczkę. Was die Erschießungen auf dem Block 11 anbetrifft, da erinnere ich mich aus meinen eigenen Erlebnissen an Lili Toffler. Das war eine slowakische Jüdin, die... Ona pracowała w politycznym oddziele razem ze mną w jednym biurze. Die in der politischen Abteilung mit mir zusammen im gleichen Büro gearbeitet hat. W 40. bodajże trzecim roku na początku przeszła do innego komanda. Anfang des Jahres 1943, glaube ich, kam sie in ein anderes Kommando. Tak. Ponieważ jednak myśmy się dosyć dobrze znali, jak również z pozostałymi Żydówkami, od czasu do czasu dochodziły mnie wiadomości poprzez jej koleżanki, które razem ze mną pracowały, jak jej się wiedzie, co ona tam robi i tak dalej. Da ich mit ihr ziemlich gut bekannt war und auch mit den anderen Jüdinnen, die mit mir zusammen arbeiteten, hörte ich also von diesen Kameradinnen, von ihr, was sie tut, wie es ihr geht und so weiter. Pewnego dnia przyszły rano do pracy te Żydówki i powiedziały mi, że Lili Toffler została zamknięta na bloku 11 z powodu jakiegoś listu, który ona czy do niej został przesłany, a który eines, po drodze został schwytany. Eines Tages kamen diese Jüdinnen, die mit mir zusammenarbeiteten, zur Arbeit und erzählten, dass Lili Toffler auf dem Block 11 in Haft genommen wurde, weil man irgendeinen Brief entweder an sie geschrieben oder von ihr geschrieben festgehalten hat. Ponieważ sprawą tą zajmował się Boger, bo on jej akt z registratury zabrał, a taki był powiedzmy porządek rzeczy. Da sich Boger mit ihrer Sache beschäftigte,
Er hat nämlich aus der Registratur ihre Akte genommen und das war die Art, wie man dort diese Sachen behandelte. Baliśmy się i bardzo to przeżywali, że sprawą tą zajmuje się Boger. Da haben wir große Angst gehabt und wir haben das sehr mitgefühlt, dass eben Boger mit dieser Sache zu tun hat. Tak. Pewnego dnia podczas apelu Boger razem z Lili Toffler przechodził przy bloku, po prostu konfrontował ją z mieszkańcami bloku i też te koleżanki, które ze mną pracowały, opowiadały mi to na drugi dzień, bo ja tego nie widziałem, bo ja mieszkałem na trzecim A, a to się na trzecim A bloku nie działo, aczkolwiek o tym się szeroko mówiło po apelu. Eines Tages während des Appells ging Boger mit Lili Toffler zusammen am Block entlang und er hat sie so ungefähr dem ganzen Block gegenübergestellt. Das haben mir auch die Jüdinnen, die Kameradinnen erzählt. Ich wusste das aber selbst, ich habe das selbst nicht gesehen. Ich wohnte, Pan Mieszkow 3A. Ich habe auf dem Block 3A gewohnt und das fand auf einem anderen Block statt. Herr Zeuge, das wurde breit im Lager erzählt und kommentiert. Haben Sie selbst in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen können oder ist das, was Sie uns sagen können, nur aus den Erzählungen damals von anderen Häftlingen? Czy pan sam to widział, czy pan to słyszał? Ja tego nie widziałem. Nie to słyszałem, jak o tym, jak to komentowano w obozie oraz jak dane od tych Żydówek, które w jakiś sposób miały dane odnośnie Lili Toffler. Ich habe selbst das nicht gesehen, ich habe lediglich gehört, wie es im Lager darüber gesprochen wurde. Mir haben das auch die Kameradinnen, die Jüdinnen erzählt, die auf irgendwelche Art und Weise darüber erfahren haben. Po pewnym czasie nadeszła do politycznego oddziału nadszedł meldunek śmierci, którym... Nach einiger Zeit lang kam in die politische Abteilung die Todesmeldung, tak, auf der stand... Lili Toffler, Häftlingsnummer i tak dalej. I jako przyczyna śmierci jakaś tam choroba, Herzwassersucht, albo Durchfall, albo Herzschlag, albo coś takiego. Ale... więźniowie, którzy zmarli śmiercią nienaturalną, mieli na Todesmeldunku w prawym rogu czerwony krzyżyk ołówkiem. To była dla nas orientacja, że ci ludzie zostali albo rozstrzelani, albo zaszprycowani, albo zagazowani. Also es kam eine Todesmeldung zu uns, auf der stand Lili Toffler, also Häftlingsnummer so und so. Und als Todesursache wurde, ich weiß nicht mehr, Herzschlag oder Wassersucht oder Durchfall, irgendeine Krankheit. Und es war so, dass auf den Todesmeldungen bei den Häftlingen, die einen nicht natürlichen Todes gestorben sind, in der rechten Ecke mit dem roten Bleistift ein Kreuz gezeichnet war. Und da wussten wir, dass sie entweder vergast oder erschossen oder sonst auf andere Art und Weise getötet wurden. Dann, Herr Zeuge, ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie selbst feststellen konnten, welche SS-Angehörigen an der Schwarzen Wand Erschießungen vorgenommen haben. I chodziło o to, co pan sam może stwierdzić, jacy SS-mani brali udział przy rozstrzelaniach, przy ścianie śmierci. Ja tam nigdy nie brałem w tym udziału, ale... Ich habe niemals daran teilgenommen. Ale szeroko w obozie mówiono, że najczęściej brali przy tym udział Palicz, a po aresztowaniu Palicza również członkowie politycznego oddziału było często wymieniane nazwisko Bogera. Ja.
Ich habe selbst nicht daran teilgenommen, aber es wurde im Lager weit und breit erzählt, dass am häufigsten daran Palitsch sich betätigte. Nach der Verhaftung von Palitsch ebenfalls die Mitglieder der politischen Abteilung am häufigsten von ihnen Boger. Haben Sie irgendwelche Feststellungen über Vernehmungen bei der politischen Abteilung treffen können? Haben Sie Häftlinge gesehen, die zur Vernehmung kamen und nach der Vernehmung wieder aus dem Zimmer herauskamen? Czy mógł pan to stwierdzić odnośnie sposobów, w jaki były dokonywane badania świadków? Czy pan widział tych więźniów przed tym, zanim wchodzili na zeznanie i potem, jak oni wychodzili? Owszem, widziałem, jak przed zeznaniami i widziałem po zeznaniach i mogłem zauważyć. Jawohl, ich habe sie gesehen, und zwar sowohl bevor sie zur Vernehmung gingen, als auch nach der Vernehmung. I? Mogłem zauważyć, że wracali często nie o własnych siłach. Und ich konnte feststellen, dass sie oft nicht mit eigenen Kräften gehen konnten. Konnten Sie auch feststellen, und dass sie geschlagen wurden. Konnten Sie auch feststellen, wer jeweils in solchen Fällen die Vernehmung durchgeführt hatte? Czy mógł pan stwierdzić, kto w każdym z pojedynczych wypadków brał udział w przesłuchaniu? Nie wiem, to znaczy nie mogę konkretnie podać przykładu, który więzień, u którego był przesłuchany. Ich weiß nicht, das heißt, ich bin nicht in der Lage zu sagen, also bestimmt und genau zu sagen, wer, welche Häftling, bei welchen SS-Mann vernommen wurde. Świadkiem byłem tylko przypadkowym jednego przeżycia, że tak. Ich war nur Zeuge eines bestimmten Vorfalls, eines Erlebnisses. To było koniec 1942 roku, gdy biura polityczne Abteilung były jeszcze na parterze bloku SS-Rewiru. Und zwar, das war Ende 1942, als die Räume der politischen Abteilung noch im Erdgeschoss des SS-Rewirs sich befanden. Pewnego dnia z registratury już nie pamiętam kto, ale jeden z SS-manów, którzy siedzieli razem w biurze z Bogerem, zażądał jakiś akt z registratury. Eines Tages hat ein SS-Mann, ich weiß nicht welche, ich weiß nur, dass zusammen mit Boger im Zimmer saß, verlangte aus der Registratur irgendwelches Aktenstück. I ten akt ja mu z registratury wyszukałem. To znaczy, chodziło o jakiegoś więźnia. Ich habe ihm diese Akte aus der Registratur ausgesucht, das heißt, es handelte sich irgendeinen Häftling. Wyszedłem z registratury i przeszedłem przez korytarz na drugą stronę korytarzu do biura, w którym siedzieli Boger i wtedy Broch, Sturmann albo Rottenführer Broch. Ich nahm also dieses Aktenstück und ging aus meinem Zimmer über den Korridor auf die andere Seite des Korridors in das Zimmer, in dem Boger und noch ein anderer entweder Rotenführer, also irgendein niedriger Dienstgrad hatte er, Broch, Sturmann saß. Albo, tak. Sturmann oder Rotenführer. Otwieram drzwi, żeby wręczyć ten akt i widzę obrazek taki. Ich öffne die Tür, dieses Aktenstück zu übergeben, und ich sehe folgendes Bild. Że Bogier ma zdjętą marynarkę, to znaczy tą uniform. Boger hat seine Jacke ausgezogen, das heißt die Uniformjacke. Rozpiętą koszulę. Sein Hemd ist aufgeknöpft, also ein paar Knöpfe sind auf. W ręce ma coś w rodzaju jakiegoś kija czy drąga, czy in der Hand hält er etwas, so eine Art, ein Stock oder irgendeine Stange, so etwas ähnliches. Obok stoi w odległości mniej więcej 2 metrów Broch. Neben ihm steht ungefähr in Entfernung von etwa 2 Metern Broch. Również tak luźno porozpinany. Ebenfalls so lose, also locker, mit locker aufgeknöpften. I tylko jednym okiem zobaczyłem, że koło szafy z pozycji skulonej jest jakiś więzień. Und nur mit einem Auge habe ich gesehen,
dass neben dem Schrank in so gebeugte Gestalt eines Häftlings hockt. To wszystko była ułamek sekundy. Das war alles ein Bruchteil sekundy. Bo jak sekundy. Mnie zobaczył Boger, krzyknął na mnie: "Raus!" Als sposób. Nämlich Boger mich sah, schrie "Raus!" eben auf diese Weise. Naturalnie natychmiast. Natürlich ging ich sofort weg. Do mojej pracy. Und zwar zu meiner Arbeit zurück. Danke, ich habe keine Worte. Herr Schmalhammer. Eine Frage, Herr Zeuge. Dieses Rote Kreuz in der rechten Ecke der Sterbeurkunden, beruhte das auf einer Anweisung der SS oder war das eine geheime Kenntlichmachung, die die Häftlingsschreiber unter sich ausgemacht haben? Ten czerwony krzyżyk, wie pan, w rogu na dokumentach śmierci. Czy to było zarządzenie SS, czy to była jakaś tajemnicza? Ja tego do dziś nie wiem, na czyje polecenie i kto to robił. W każdym razie stwierdziłem na szeregu znajomych, którzy w ten sposób zmarli, że czerwony krzyż oznaczał właśnie ten sposób. Ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, auf wessen Veranlassung das gemacht wurde und wer das getan hat. Ich habe aber festgestellt bei einigen von meinen Kameraden, von denen ich weiß, dass sie eines nicht natürlichen Todes gestorben sind, dass es sich um diese Fälle handelte. Był taki dzień w październiku 42 roku, gdzie podczas apelu wywołano ponad 200, około 250 więźniów, wszystkich z województwa lubelskiego. Es war einmal ein Tag im Oktober 1942. Während des Appells wurden so 200 bis 250 Häftlinge, so ungefähr, aufgerufen, die alle aus dem Regierungsbezirk Lublin stammten. Ci więźniowie zostali wszyscy rozstrzelani na bloku 11. Alle diese Häftlinge wurden auf dem Block 11 erschossen. I te Todesmeldungi tych więźniów przyszły wszystkie z czerwonym krzyżykiem, ale żeby prawdopodobnie nie podpadło, że w jednym dniu tak dużo, były one rozdzielone na kilka dni. Diese Todesmeldungen von allen diesen Häftlingen kamen alle mit dem roten Kreuz in der Ecke und damit es nicht so auffällt, dass an einem Tag so viele gestorben sind, umgekommen sind, hat man das an einige Tage verteilt. Na tych meldunkach oczywiście była godzina i dzień śmierci i powód śmierci sfałszowany. Auf diesen Meldungen war selbstverständlich die Stunde und der Tag des Todes sowie die Todesursache gefälscht. Noch eine Frage. Danke sehr. Herr Rabe, Herr Dr. Kahn, von der Verteidigung Herr Dr. Aschenauer. Ich habe zwei kurze Fragen oder nur eine. Herr Zeuge, haben Sie bei der eben geschilderten Vernehmungsszene den Angeklagten Boger zum ersten Mal gesehen? Ja. Nein, ich kannte ihn schon. Wann haben Sie ihn kennengelernt? Jak przyszedłem do politycznej Abteilung, to Bogera jeszcze nie było. Als ich in die politische Abteilung gekommen bin, da war der Boger noch nicht da. Aber einige Zeit später, im Jahre 1942, kam er dann. Danke, keine weitere Frage. Herr Boger möchte noch eine Erklärung abgeben. Ja, zunächst haben die Verteidiger noch Fragen? Nein. Doch, Sie, Herr Joschko? Nein. Angeklagter Boger, bitteschön. Zu dem Vorgang Bensburg kann ich nur wiederholen, was ich dem Hohen Gericht bereits früher aus gegebenem Anlass gesagt habe. Die Aktion wurde von der Staatspolizeileitstelle Katowice mit Unterstützung von Wacheinheiten des Konzentrationslagers Auschwitz durchgeführt. Dabei war auch Untersturmführer Grabner, Bosnitzer und einige Angehörige der politischen Abteilung dabei, aber keine Angehörigen der politischen Abteilung von der Ermittlungsdienststelle. Ich selbst auch nicht. Es ist durchaus möglich, dass mich der Zeuge beim Abladen der von Grabner in Bensburg sichergestellten Gegenstände, es handelt sich in der Hauptsache um Porzellan,
um Kristall verschiedener Art, das zum Teil nach meinem Wissen im Führerheim gekommen ist, beim Abladen gesehen haben kann. Aber beteiligt an der Aktion Flensburg war ich nicht. Und das war so nicht. Zum Fall Lili Toffler möchte ich noch erwähnen, dass die Zeugin Raya Kagan am 31.07. dem Hohen Gericht bekundet hat, dass in dieser Angelegenheit der Untersturmführer Woznica seinerzeit bei den verschiedensten Schreiberinnen der Abteilung Schriftproben abgenommen hat. Daraus geht hervor, dass Woznica, wie ich schon früher gesagt habe, Sachbearbeiter im Fall Lili Toffler war. Ich war lediglich, wie ich auch hier schon bekundet habe, bei der Exekution der Lili Toffler zugegen, aber habe sie nicht an irgendeiner Gegenüberstellung vor einem Block im Stammlager Auschwitz entlanggeführt. Herr Zeuge, können Sie sich darauf besinnen, ob bei der politischen Abteilung ein SS-Angehöriger war mit roten Haaren? Czy może pan sobie przypomnieć, czy w dziale politycznym był jakiś SS-man, który by miał rude włosy? Ich kann mich nicht erinnern. Können sich nicht erinnern. Wenn keine Fragen mehr sind an den Zeugen, dann, Herr Zeuge, müssen Sie das, was Sie gesagt haben, beschwören. Können Sie das mitbringen?